Das ist ein Mehrteiler. Am Ende jeder Folge findest du immer einen Link zum nächsten Teil und im Abspann zur kompletten Playlist Leitfahrten Motorsense von A bis Z. Darin zeige ich dir nicht nur, wie man den Vergaser einstellt oder den Mähfaden neu aufwickelt, welche Fäden es überhaupt gibt, wie die Unterschiede sind, was es sonst noch an Zubehör und Anbauteilen gibt, Reparaturen, die anfallen, wie man die durchführt und auch Wartung, wie das Abfetten, in welchem Intervall man das macht, wo man das macht, wie man zum Beispiel beim Hochendaster die Kette schärft oder auch den Heckenscherenaufsatz sowie die verschiedenen Motorsensenmodellen, die es so üblicherweise am Markt gibt, mit Vor- und Nachteilen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere den Kanal, um keins der Videos zu verpassen, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Video. Das hier ist Teil 14 des Leitfadens Motorsense von A bis Z. Im letzten Teil ging es darum, Zündkerze zu tauschen, zu reinigen und auch gegebenenfalls den Zündkerzenstecker zu reparieren. Heute geht es darum, den Vergaser zu reinigen. Das ist dann notwendig, wenn der Motor stottert, nicht gut anspringt, das Gas nicht annimmt. Dann ist er entweder verstellt oder kaputt oder mit viel Glück, und das ist eigentlich ganz oft der Fall, er ist verunreinigt und es lohnt sich, ihn mal genauer anzuschauen und sauber zu machen. Und das werden wir heute machen. Dafür braucht man gar nicht viel und es geht auch relativ fix. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Und dann geht's jetzt los. Der Vergaser sitzt hier auf der linken Seite hinter dem Luftfilter. Manchmal ist hier so eine Rändelmutter drauf, die man werkzeuglos öffnen kann. Hier in dem Fall ist es eine Kreuzschraube. Und zum Demontieren des Vergasers muss der Luftfilter erstmal ab. Das ist schnell gemacht. Hier Luftfilterkasten, das Deckelchen, Luftfilter an sich. Dann haben wir hier noch diese zwei Schrauben, die gehen durch den Luftfilter und auch durch den Vergaser durch bis in den Zylinder rein. Wann solltet ihr den Vergaser eigentlich reinigen? Naja, wenn... Also ich hatte schon relativ viele Bekannte und Freunde mit verstopftem und verdrecktem Vergaser durch das Benutzen von Gemisch. Weil wenn man das dann längere Zeit stehen lässt im Vergaser, dann verharzt die Membran und dann ist die Membran dicht und dann geht kein Sprit mehr durch. So. Und so habe ich schon einige Motorsägen und auch Motorsensen noch mal fit gemacht, die ja im Grunde, das geht nicht mehr, das ist kaputt, das ist Müll. Halt einfach nicht mehr funktioniert haben, einfach durch Reinigen des Vergasers. So, hier noch die Schläuche abziehen. Merkt euch das, welcher Schlauch wohin kommt. Bei der Gelegenheit guckt euch gleich die Schläuche an. Das kann sein, dass die porös sind. Hier zum Beispiel, der ist hier eingerissen, den werde ich als nächstes tauschen müssen. Da wird es aber auch ein eigenes Video zu geben, zum Tausch von diesen Schläuchen. Das ist auch ganz typisch, auch in der Regel defekt durch Gemisch, weil das Benzin die Weichmacher aus den Gummischläuchen löst und dann werden die poröse. Poröse, ja, porös werden die dann. So, denkt dran, jetzt die Maschine nicht mehr kippen, weil ohne Vergaser drauf läuft sonst der Sprit aus, wenn noch welcher im Tank drin ist. Kommt zur Seite. Die Dichtung machen wir noch ab. Wenn ihr jetzt Fachleute fragt oder im Internet nachlest, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um einen Vergaser zu reinigen. Ihr könnt ihn jetzt zerlegen und die Membran säubern.
Das ist mir zu viel Aufwand. Das mache ich nicht. Ich werde das machen mit einem Ultraschallbad. Da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Manche sagen, das geht klar. Manche sagen, auf gar keinen Fall. Also ich habe jetzt so ungefähr 50 Vergaser schon mit dem Ultraschallbad gereinigt und noch keinen einzigen Defekt danach gehabt. Im Gegenteil, ganz oft, wo die Vergaser dicht waren. Also ich glaube, bei zweien hat es nicht funktioniert. Bei allen anderen war der hinterher nochmal gangbar und wie neu. Von daher, meine Methode funktioniert für mich. Könnt ihr gerne nachmachen. Aber ihr werdet bestimmt auch Stimmen hören, die sagen, macht das irgendwie anders, zerlegt den. So, aber das ist mir im Grunde der Vergaser, der kostet neu, kostet der 7-8 Euro. Ein Membransatz zum Tauschen kostet 6 Euro. Also ich werde da sowieso nicht den zerlegen und den Membran tauschen, wenn dann den ganzen Vergaser. Aber Ultraschallbad ist auf jeden Fall die bessere Option. So, was brauchen wir jetzt? Zuerst ein kleines Ultraschallbad. Das ist so eins für 500 Milliliter. Da passen noch zwei Vergaser rein, also ist so die kleinste Größe. Aber schaut auf die Wattzahl, das ist nicht die kleinste Wattzahl. Ist ungefähr 50 Watt. Das hat Kraft genug, um den Vergaser auch zu reinigen. Ihr seht, wie der aussieht. Der ist, naja, nicht wirklich schmutzig. Ich habe den vorher noch gereinigt. Das ist verfärbt, das geht nicht mehr ab. Ich habe damit nur Vergaser gereinigt, aber halt schon einige. Aber da ist eben Öl drin, da ist Gemisch drin, da ist Sprit drin, da ist auch Reinigungsmittel zum Schluss dann drin. Das ist für nichts anderes mehr zu gebrauchen. Also wenn ihr so ein Ultraschallbad habt für eure Brille oder so, nützt das nicht. Holt euch, wenn überhaupt, ein Ultraschallbad, wo ihr dann nur für Vergaser vom Rasenmäher, Heckenschere, was auch immer benutzt. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Unter dem Video könnt ihr reinschauen. So, also, was kommt da jetzt rein? Eine Spezialflüssigkeit nennt sich lauwarmes Wasser. Und noch ein Spezialzusatz. Einfaches Spüli, ein guter Spritzer, mehr nicht. Da kommt keine Spezialflüssigkeit, irgendwie sowas rein. Lauwarmes Wasser, ein guter Spritzer Spüli für in das Ultraschallbad. Das reicht völlig aus. Was aber zusätzlich noch sehr hilft, ist ein Vergaserreiniger-Spray. So, ich habe hier die Dose, also die ist noch überhalb voll. Und wie gesagt, so ungefähr 50 Vergaser habe ich schon gereinigt. Da kommt ihr eine ganze Weile, kommt ihr damit zu Rande. Bei diesem Reinigerspray achtet darauf, dass ihr davon nichts in die Augen kriegt. Das ist schon ein scharfes Zeug. Das ist so ähnlich wie Bremsenreiniger oder so Kaltreiniger ist das. Also guckt drauf, dass ihr das nicht in die Augen kriegt oder sonst wohin. So, damit sprüht ihr den Vergaser ein und zwar hauptsächlich in die Kanäle rein. Na, komm schon. So, hallo. Hier, wo auch die Düsen drin sind. Könnt ihr über dem Reinigungsbad machen, macht irgendwie noch Zeitung drumherum oder so, oder wie ich hier so einen alten Lappen. So. Hier, das müssen wir noch ein bisschen arretieren, dass das aufbleibt. Aber wir können jetzt hier auch einfach die Schraube. Ne, ich mag den eigentlich nicht verstellen. Teil 16 ist übrigens, wie man Vergaser einstellt. Könnt ihr im Abspann in der Playlist schauen. So, jetzt aber. Noch ein bisschen Wasser, so dass er komplett bedeckt ist. Und dann los geht's. Ups, das habe ich verstellt anstatt angeschaltet. Hier. So. So ungefähr 20 Minuten. Kann sein, dass ihr da mehrere Durchgänge machen müsst. Bei mir ist die maximale Zeit ist 5 Minuten. Danach muss ich nochmal anstellen für weitere 5 Minuten und genau, also so 20 Minuten ungefähr, halbe Stunde schadet sicherlich auch nicht.
Und dann ist der im Grunde erstmal tiefengereinigt. So. Ich spule das jetzt gleich ein bisschen vor. Was ich noch vergessen habe, ist, wenn der von außen komplett versuddelt ist, das kommt vor mit Öl und Gemisch und Gras, Staub und weiß der Teufel was, dann wollt ihr das ja nicht hier in dem Wasserbad drin haben, dann habt ihr nachher mehr Dreck im Vergaser drin als vorher. Das war jetzt nicht der Fall, deswegen habe ich ihn außen nicht gereinigt. Was ihr dafür nehmen könnt, ist entweder, also ich habe jetzt hier einen Maschinenreiniger reingefüllt, aber das, was da drauf steht, also das ist so ein Pref oder das von Lidl, Aldi, was auch immer, das ist wunderbar für Ölrückstände von außen sauber zu machen. Einsprühen, einwirken lassen und dann mit einem Schwamm ringsrum sauber machen und dann geht der ganze grobe Dreck geht schon mal ab. Der Vergaserreiniger für innen und das Ganze dann in Wasserbad mit einem Schuss Spüli drinne für 20 Minuten. So, dann bis gleich. So, die 20 Minuten sind jetzt um. Nehmen wir den Vergaser raus. Ein bisschen abtropfen lassen. Jetzt kommt ein wichtiger Part. Und zwar ist jetzt da überall Wasser und Reinigungsmittel drinne. Das muss jetzt raus, sonst läuft er nicht mehr. Wenn er voll ist mit Wasser, wird er nicht mehr anspringen. Jetzt müsst ihr den gut durchpusten, am besten mit einem Hochdruck, mit einem Kompressor. Aber auch hier, denkt dran, dieser Vergaserreiniger ist ziemlich aggressiv, also Brille anziehen. So. Die Dichtungsrinse. Eben den Kompressor aus. Boah. So ein Krachmacher. Okay. Damit ist der Vergaser jetzt gereinigt und kann wieder eingebaut werden. Ich werde ihn jetzt hier nicht einbauen, weil ich ja noch die Schläuche wechseln werde. Aber im Grunde war es das jetzt. Anschließend, dann müsst ihr halt, weil er jetzt komplett leer ist, ein paar Mal nochmal pumpen, bevor es losgeht. Und gegebenenfalls dann auch neue einstellen. Wie gesagt, Teil 16 ist auch ein Video zum Einstellen des Vergasers. Wenn euch das interessiert, dann Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.